Plus, ich hatte in meinem ersten Auswahlverfahren ebenfalls einen weiteren Next-Gen-Athlet dabei. Bei dem habe ich gesehen, der ist gut rausgestochen. Und man konnte halt mit vielen Workouts, die wir gemacht haben, sag ich mal, das AV, was Belastung angeht, irgendwo simulieren. Da dachte ich, genau das hast du in deinem letzten AV gespürt. Genau da hast du letztes Mal nicht so gut abgeschnitten. Und ich wusste irgendwann einfach wirklich nicht mehr weiter, wie komme ich jetzt aus dieser Verletzung wieder raus auf ein Leistungsniveau, wo ich mir ein Auswahlverfahren in voller Härte wieder antun kann und dazu noch sportlicher wäre, dass ich auch nicht wie ein Krüppel zurückkomme. Und die Jungs von Next Gen Athlete, die haben das Problem in weniger als 2 Monaten easy behoben. Das war gar kein Problem mehr. Ich spüre das mittlerweile gar nicht mehr. Servus Leute, mein Name ist Dennis von Next Gen Athlete und wir haben heute den Pablo bei uns zu Gast. Servus Pablo. Servus. Die Besonderheit beim Pablo, wir gehen jetzt schon in den Identitätsschutz rein, weil der Pablo kurz vor dem EGB-Auswahlverfahren steht. Und wir gehen jetzt erstmal, bevor wir anfangen, noch auf 2 Besonderheiten ein. Du hast ja damals nicht mehr mit unserer Hilfe, du warst dann noch allein unterwegs, das EGB-AV nicht geschafft. Was war denn da die große Besonderheit? Das war das neue EGB-Auswahlverfahren, also nicht mehr das alte, dieser sogenannte Mini-EK, sondern der, wo sehr viele Einzelleistungen erbracht werden im Bereich Kraftausdauer und Ausdauer. Und bei mir war das so, ich habe mich halt eben nur, was Ausdauerläufe angeht, vorbereitet. Und wenn es dann zum Beispiel um die Sprints ging oder um die Kraftausdauer, ging ich da halt ein bisschen hinterher, da musste ich mir etwas mehr Mühe geben. Dazu kam dann, dass ich mir dann gegen Ende eine ziemlich schwere Knieverletzung zugezogen hatte, hauptsächlich im Bereich des Beinbeugers. Und es hat dann alles halt auch dazu geführt mit, sag ich mal, kleinen Slip-Ups hier und da, die mich dann einfach aus dem AV halt rausgeschmissen haben. Ja, da hat es beim ersten Mal leider gescheitert. Grundsätzlich, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Über Instagram habe ich euch ganz am Anfang, wo ihr erst groß geworden seid, habe ich euch da beobachtet. Plus, ich hatte in meinem ersten Auswahlverfahren ebenfalls einen weiteren Next Gen Athlete dabei. Bei dem habe ich gesehen, der ist gut rausgestochen. Da dachte ich mir, okay, der hat auf jeden Fall Plan, der hat richtig trainiert. War dann auch einer der Besten bei uns im Hörsaal. Und dann habe ich dann auch mitbekommen, dass er bei euch trainiert hat. Genau. Und hauptsächlich dann über Instagram mit euch Kontakt gehalten. Hattest du grundsätzlich, bevor wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, irgendwelche Ängste vor der Zusammenarbeit? Also Ängste nicht wirklich. Ich denke mal, wie jeder irgendwo ein bisschen skeptisch, weil man wusste natürlich nicht wirklich, was kommt da jetzt auf einen zu. Ne? Man hat das Bild im Kopf von dem typischen Coach, der keinen Humor hat, der keinen Spaß versteht und nur sagt, hier, du machst jetzt das. Ja? Und egal wie du es schaffst, du bist scheiße. Sondern das war so ein bisschen die Skeptik dabei. Das wurde aber auch direkt am ersten Tag, wo ich mit der Qualifizierung angefangen habe, hat sich das direkt geklärt. Top. Du hast ja vorhin deine Verletzung angesprochen, die du vor dem vor unserer Zusammenarbeit hattest. Die haben wir ja rausbekommen. Ich bin maßgeblich für dich verantwortlich, beziehungsweise ich bin dein Ansprechpartner bei uns im Coaching gewesen. Wie war das davor? Wie hast du davor trainiert? Also vor meinem ersten Auswahlverfahren. Ich hatte mich halt noch auf diesen sogenannten Rucksackführerschein vorbereitet. Das war recht kurzfristig mit der Änderung. Ich habe an sich nur Ausdauerläufe gemacht. Irgendwann habe ich dann ein bisschen mehr Plan gehabt, habe gesagt, okay, ich gehe 3-mal die Woche laufen. Montag mache ich einen langen Ausdauerlauf, so schnell wie es geht. Mittwoch mache ich einen Intervalllauf, um den Sprint ein bisschen zu trainieren. Und dann am Wochenende dann halt so einen GA1-Lauf. Und dann wirklich komplett halbherzig jedes zweite Wochenende mal ins Fitnessstudio gegangen, ein paar Kraftwerte trainiert, ganz halbherzig. So sah mein Training davor. Also von Mobility hatte ich gar keinen Plan gehabt. Okay. Hat dir aber schon massiv geholfen. Also haben wir ja gemerkt, wir haben die Verletzung zusammen rausbekommen. Recht zügig eigentlich auch, muss man sagen. Wir sind jetzt im 5. Monat der Zusammenarbeit. Du gehst jetzt bald ins AV rein. Fühlst du dich generell gut vorbereitet? Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Ich fühle mich auch tatsächlich sehr, sehr gut aufgehoben, seitdem das Coaching angefangen hat. Weil ich auch sehr, sehr viel dazugelernt habe, wo ich mir dachte, wie habe ich mir als erster AV überhaupt zugetraut, ohne das Ganze zu wissen. Was für Mobility oder Kräftigung Fuß, hä? So, das sind ganz viele Sachen gewesen, die überhaupt nichts gesagt haben, weil ich dann schon nach dem ersten AV mir selber einen Plan zurechtgeschnitten habe. Ja, das und das habe ich dort gemacht. Okay, ich mache jetzt das und das. Das war dann wieder komplett was anderes. Und da muss ich sagen, umso mehr Überraschung drin war, umso besser habe ich mich aufgehoben gefühlt. Und ich bin wirklich
sehr, sehr guten Gewissens da jetzt hinzugehen und weiß, das wird bestens laufen. Bist du allgemein mit mir zufrieden als Coach? Extrem. Zwischenmenschlich hat das ja perfekt gepasst. Auf jeden Fall. Direkt vom ersten Coach-Call haben wir uns ja an sich zwischenmenschlich zusammengefunden. Ja. Irgendwann, wo dann vom Training, sag ich mal, immer mehr mir klar war, musstest du ja immer weniger erklären, ne, weil ich ja schon vieles dann wusste. Und dann war ein guter Teil des Coaching-Calls, war dann ja wirklich trainingsspezifisch. Wie geht's dir gerade? Was machen wir demnächst? Wie fühlst du dich gerade? Und dann der eine oder andere Teil war halt alles drumherum, weil wir halt einfach die Zeit hatten. Da hat man sich zwischenmenschlich wirklich sehr gut zusammengefunden. Also ich könnte nicht zufriedener sein, muss ich sagen. Freut mich sehr. Danke dir. Welche Auswirkungen hat es generell außerhalb unserer Trainingsplanung gehabt? Auf dein Leben vielleicht? Mental bist du ein bisschen besser drauf? Wie hat das sich wiedergespiegelt? Mental hat sich das extrem wiedergespiegelt. Ich habe mehr Disziplin in meinen Alltag bekommen, weil ich halt auch wirklich mal schwarz auf weiß geschrieben hatte, okay, das mache ich dann, dann mache ich das, das mache ich dann. Davor habe ich mir selber ein bisschen gedacht, ja, heute habe ich Bock drauf, dann mache ich das. Nee, komm, lass das verschieben. So, jetzt habe ich wirklich viel mehr Struktur allein in meinem Leben, viel mehr Disziplin. Und halt auch irgendwo zu sagen, ey komm, da steht es da drauf, du machst es, egal ob es draußen regnet oder kalt ist, machst es jetzt einfach. Und man konnte halt mit vielen Workouts, die wir gemacht haben, sag ich mal, das AV, was Belastung angeht, irgendwo simulieren. Da dachte ich, genau das hast du in deinem letzten AV gespürt, genau da hast du letztes Mal nicht so gut abgeschnitten und jetzt reißt du das Ding mit genau diesem Workout. Das hat sehr viel gebracht. Freut mich auf jeden Fall. Würdest du unser Coaching weiterempfehlen? Wenn ja, an wen? Auf jeden Fall würde ich das weiterempfehlen. Ich würde es an jeden weiterempfehlen, der sagt, hey, ich bin ambitioniert, egal ob Polizei, Militär oder irgendetwas. Ich will wirklich das Beste aus mir herausholen. Ich will alles rausholen, was ich körperlich und mental zu bieten habe. Da ist Naction Athlete wirklich genau das Richtige. Wenn ihr die Zeit und die Mühe dafür geben wollt, macht das. Kann ich jedem empfehlen. Perfekt. Danken wir dir vielmals. Gibt es was, was du besonders schätzt an der Zusammenarbeit oder an mir? Vielleicht gibt es eine lustige Anekdote, was dir da so einfällt? Tatsächlich, also ich möchte ja in dieselbe Einheit, sage ich jetzt mal. Ja. Und da konnte ich halt auch sehr, sehr viel Insider-Wissen ja rausholen, wo ich mir dachte, okay, da kommt jetzt noch mehr Motivation, weil ich weiß, ah, wenn ich das schaffe, dann kommt das und das auf mich zu, dann erlebe ich das und das. Das fand ich halt wirklich sehr, sehr geil. Und allgemein, wie du meine Verletzung gehandelt hast. Mhm. Ne? Du hast jetzt keine Workouts reingeballert, wo ich direkt dachte, okay, nee, mit den Knien, das schaffe ich nicht. Das war alles perfekt abgestimmt. Also ich habe an sich alles geschätzt. Ja. Wir werden soweit durch. Bevor ich dich in die Freiheit entlasse, erhältst auch natürlich du deinen Coin mit deiner Nummer. Alter. Vielen lieben Dank. Geist. Möchtest du den Menschen da draußen noch was sagen? Ja, was ich gerne sagen würde, ist hauptsächlich, was zum Beispiel meine Verletzung anbetrifft. Ich kam aus meinem ersten Außerverfahren wieder in meine Stammeinheit und ich war wirklich ein Krüppel. Ja, ich bin mit Krücken durch die Gegend gelaufen, Kameraden mussten mir beim Essen helfen und ich wusste irgendwann einfach wirklich nicht mehr weiter, wie komme ich jetzt aus dieser Verletzung wieder raus, auf ein Leistungsniveau, wo ich mir ein Außerverfahren in voller Härte wieder antun kann und dazu noch sportlicher wäre, dass ich auch nicht wie ein Krüppel zurückkomme. Da konnten mir die Ärzte ein halbes Jahr lang nicht aushelfen. Ich bin wirklich in ein Loch gefallen und die Jungs von Naction Athlete, die haben das Problem in weniger als 2 Monaten easy behoben. Das war gar kein Problem mehr. Ich spüre das mittlerweile gar nicht mehr. Das Problem war gar kein Problem mehr. Das haben wir einfach weggehauen. Ja, deswegen, ihr seid in sehr, sehr guten Händen. Freut mich sehr zu hören. Ich danke dir vielmals für dein Feedback. Wir werden so weit durch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie Sven sagen würde.